Servus und herzlich willkommen zurück zu Mount & Blade 2 Bannerlord mit mir, dem Eagle, und mit der Tochter des Wolfs, die sich aktuell mal wieder im schönen Garland aufhält. Ja, im letzten Part haben wir im Wesentlichen die größten Kriegsschauplätze geschlossen. Mit einer Fraktion sind wir noch im Krieg. Das sind wohl hier irgendwie die Besitzer von Omor, aber die sind so angenehm weit weg da hinten. Das spielt für uns quasi keine Rolle. Wir sind aus den größten Kriegen erstmal so weit wieder raus. Und jetzt gerade sind wir dabei, so ein bisschen unser Reich zu verwalten, umzustellen und vor allem jetzt erst einmal den Schmiedeskill unseres werten Freundes hier zu leveln, von dem werten Broik, dem Ritter, damit der uns in Zukunft richtig geile Waffen und Rüstungen schmieden kann. Auf den müssen wir wirklich gut aufpassen, weil, ganz ehrlich, also das... Das muss ich vielleicht dazu sagen, das hatte ich das letzte Mal nicht erwähnt, als ich das Geld da abgehoben hatte offscreen. Ich hatte ursprünglich so um die 40 Millionen. Das glaubt man gar nicht. Ich hatte richtig, richtig viel Geld und habe einen Großteil dieses Geldes dann wieder ausgegeben, um entsprechend diese ganzen... Ihr seht das ja, wie viele Waffen das sind. Diese ganzen Waffen zu kaufen, weil ich mir gedacht habe, okay, kaufst du hochwertige Waffen, lässt du den hochwertige Waffen einschmelzen, dann geht das mit dem Leveln schneller. Und trotzdem verschlingt das unendlich viel Zeit und Ressourcen. Das ist echt ein Wahnsinn. So... Also, 70 haben wir noch. Was können wir noch einschmelzen hier? Ist ja gar nicht mal mehr so viel, ne? Beziehungsweise, wisst ihr, was ich mache? Ich mache das jetzt anders. Ich mache das jetzt anders. Es wird mich wieder viel Geld kosten, aber wir haben eh so viel Geld. Wir wissen noch gar nicht, wohin damit. So. Sortieren wir mal nach... beziehungsweise hier, warte mal. Machen wir anders. Wir sortieren mal kurz nach Wert. So, genau, zulaufender Zweihändler und Ritterlanze. So, und dafür verkaufen wir die wertloseren Sachen. Irgendwie so, genau, komm. Kriegen wir immer noch Geld raus. So, jetzt gehen wir nochmal hier zur Schmiede. Broik kann nochmal einschmelzen gehen. Pass auf. Erst einmal das hier. Na, siehst du, und schon wieder ein Level dazu bekommen. Das ist echt ein Wahnsinn, ne? 303. Ja, deswegen, ich sag ja, das ist krass. Schwere Ritterlanze hier. Oh, oh, die Erfahrung, die reinkommt hier. Das ist ja geil. Oh mein Gott, ist das schön. Oh, ist das schön, so viel Erfahrung. Ich bin begeistert. Schon unglaublich. So, mal kurz hier. Zack, 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 zack. Oh. Da muss ich den Rest kurz machen. So. Und nochmal kurz warten. Also, wenn ihr seht, es passiert auch ständig was jetzt, seitdem ich das mit der Sache umgestellt habe. Nur, dass jetzt halt die Allianzen... Also, es werden halt wesentlich schneller Allianzen geschlossen. Wie sieht das jetzt überhaupt aus? Es gibt sehr viele Allianzen gerade, aber kriege tatsächlich jetzt aktuell keine mehr. Warum nicht? Spiel? Penti AI etwa schon wieder, oder was ist da los? Ja, Wahnsinn, die haben jetzt alle endlos viele Allianzen, aber keine Kriege. Oh, nö. Nein, lass mich in Ruhe. Habe ich jetzt gerade gar kein Interesse daran. Aber gut, egal. Da wird schon wieder was passieren. Ach, Nordlings wollen jetzt wieder. Ja gut, von mir aus, komm. Aber jetzt trotzdem, lasst mich mal kurz überlegen. Weil ich meine, ich habe... Wo war es denn hier? Captivity Events. Nee. Detailed Character Creation. Diplomacy. Diplomacy war es, glaube ich. Influence Civil Wars. Nee, das brauchen wir jetzt erstmal nicht. Expense Edition. Genau. The amount of expense that decays each day. Ja, ich kann es natürlich auf Null, dann passiert irgendwann überhaupt nichts mehr. Aber es ist halt sonst... Weiß ich auch nicht. Eine Minimum War Duration. Declare War Cooldown. Ach so. Ja, gut. Es bringt da nichts, glaube ich, weiter dran rumzuschrauben. Nee.
Es bringt nichts. Das ist halt die. Das ist halt die Sache. So, Broek. Jetzt bist du ja fast wieder voll. Komm. So, noch ein paar Ritterlanzen hier. Warte mal, was ist denn hier noch? Ja, das ist alles. Nee, den Rest, glaube ich, können wir wirklich verkaufen. Den Rest können wir verkaufen jetzt. Da ist nichts wirklich total Hochwertiges mehr dabei. So. Two-Handed Steel Axe ist neu. Mhm. Gut, sperren. Bisschen zurückverkaufen hier, so. Schmiede betreten. Oh, hör auf, das Ding zu sperren. Ja, aber das bringt einfach nicht mehr so viel. 315, 316. Gut, natürlich wird das Level-Scaling, es wird natürlich auch immer schwieriger, das weiter hochzuleveln. Das ist ja klar. Da ist halt irgendwann mal der Ofen aus. So. Gut. Und wir gehen. Wir gehen jetzt mal rüber nach Jakulan und wiederholen das Spiel dort. Warum? Wait, what? Caron's raided? Ach so. Ich glaube, ich muss da mal kurz vorbeigucken und da jemandem auf die Nase hauen, oder? Irgendwie habe ich da so ein bisschen den Eindruck. Damit wir diesen Krieg noch zu einem befriedigenden Abschluss bringen hier. Warte, was? Taverne? Nicht da. Geh zum Gelehrten. Erhält eine Vorlesung über Taktik. Weißt du was? Ihr geht jetzt mal alle mit hier. Alle. Die setzen sich da jetzt alle rein. So. Super. Wunderbar. Gehen wir zum Tavernenbezirk. Okay, gibt hier sonst nichts leider. Schade. Dann hier zum Handeln. So, verkaufen wir den ganzen Bums. So, und jetzt probieren wir das nochmal mit dem Handeln. Dass wir hier gescheite Sachen einkaufen. Wir haben jetzt 27 Millionen. Damit kann man immer noch sehr viel anfangen. Feinstahlfalks, genau. Genau, das sind so Sachen. Das sind, ja, das sind alles hochwertige Sachen. Ich weiß, das kostet scheiße viel Geld. Ich weiß es selbst. Aber... So. Schmiede betreten. Achso, wir müssen erstmal nur warten. Stimmt ja. Da war ja was. Was? Bezahlt euch jeden Tag 300 als Tribut. Aha. Das ist jetzt das Königreich gewesen, oder was? Tatsache. Tatsache. Und was ist jetzt hier wieder mit der AI los? Ihr pennt ja alle. Gut, andererseits, es gibt halt immer wieder so ein paar Phasen. Da ist es halt einfach fucking friedlich. Mal gucken hier. Schmiede betreten. Können wir jetzt eigentlich schon wieder, oder? Nee. Immer noch zu früh. Immer noch zu früh. Ich hoffe, Corain lässt sich jetzt nicht gefangen nehmen oder so. Das wäre jetzt echt dumm. Mal kurz unsere Trupps anschauen. Ah ne, die kommen soweit alle zurecht. Das sehe ich schon. Das ist gut. Das ist gut. Wie sieht's sonst so aus? Nein, Spiel. Ich mach das. Das wird einfach ein Running Gag mit der Frau. Aber nein. Nein, Spiel. Hör auf damit. So, jetzt probieren wir es nochmal. Also, gut. Jetzt haben wir noch ein bisschen was für unsere Leute hier bekommen. Also, Schmieden. Neugieriger Schmied. Nee, Stahlmacher. Corain. Geschickte Hände. Was?
Ja, Rühren und Abmarsch. Ausgerüstete Armbrüste verlangsamen euch nicht. Das klingt gut. Dann Scholarship. Jetzt kann sie wenigstens lesen. Adaptive, nee, Traditionalist nehmen wir. Der Leitstern kriegt noch was. Ja, wie schön. Na geil. Jetzt kann die gute Frau ja auch mal lesen. Sehr erfreulich. Das sind so Sachen. Ich muss das mit den Büchern auch mal wieder machen. So. Projekt der Ritter. Also viel Spaß beim Einschmelzen. Alter, alter, alter Falter. Kostet das Geld. 320. Ich meine, es funktioniert ja. Aber trotzdem, es ist so teuer. Es ist so fucking teuer. Warte mal, ist das Corain hier? Nee, das sind irgendwelche Händler. Gehen wir mal nach Charas, kaufen dort mal den Markt leer. Und wir sind eine Stufe aufgestiegen. Und das ist ja erfreulich. Gehen wir hier noch eins auf Kontrolle rauf. Und noch 3 Punkte, Alter. Wurf vielleicht. Ja, gehen wir mal einen Wurf ein bisschen rauf und noch eins in Armbrust. Schaden tut's ja nicht. Gut, dann gehen wir nochmal zum Handeln. Bitte zeigt mir eure wertvollsten Waffen. Ach du Kacke. Uff, 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 mein armer Geldbeutel, mein armer, armer Geldbeutel. Hohohoho, mein armer Geldbeutel. Andererseits, komm, was soll der Geiz? So. Weißt du was? Das reicht jetzt erst einmal. Beziehungsweise, es reicht auf jeden Fall, um Rüstungen herzustellen. Das definitiv. Wir warten jetzt nochmal ein bisschen. Ich gehe dann rüber nach Ortysia mal. Und gucken wir mal an, was da noch so gibt. Achso, zum Einschmelzen gibt es ja hier gar nichts. Gut, Ortysia ist hier. Na schön. Was? Der Wolf wird angegriffen? Spielt hier? Achso, ja, der kommt ja problemlos zurecht. Aber gut, ich gehe nochmal Holz kaufen hier. Ja, Corain kommt da problemlos zurecht. Und wir haben nochmal Geld gefunden. Na, immerhin. So, gebt mir euer Hartholz, Dankeschön. Und wir gehen nach Jakulan rein. Nee, da ist nichts Gescheites mehr dabei. Ihr verkauft noch mal ein bisschen Hartholz, das ist zumindest gut. Das wird direkt in der Schmiede wieder umgewandelt. Das darf die Nadel wieder machen. Mit. Wo ist denn das ganze Hartholz hin? Ich habe doch gerade Hartholz gekauft. Spiel! Ah! Solange wir noch ein Hartholz haben, geht das nicht, oder was? Speisen wir es halt weg. Das ist doch bescheuert. Jetzt geht's wieder. Sag mal's. Mein Gott. Na gut, ist ja auch egal. So, der Laden. Jetzt haben wir wieder ordentlich Platz. Gut. Perfekt. Dann gehen wir mal. Ja. Gehen wir nach Sargot rüber. Müssen uns auch mal Sargot angucken. Ganzen Banditenfraktionen da, die sind ja jetzt eher eine Belästigung, aber die tun nicht wirklich weh. Ich überlege jetzt gerade, ich meine, Expansionism Decay, wenn der Standardwert 1 ist, dann müsste das doch eigentlich instant wieder abflachen.
weiß aber auch nicht, wo das angezeigt wird mit der Expansionismusstrafe. Handwerksgilde, was ist das? Großer Investor. Ah, komm. Der Hai kriegt noch einen Punkt. Sehr gut. Schauen wir gerade mal hier nochmal, was wir hier kaufen können. Oh. Auch so ein bisschen was Nützliches gibt es hier schon. So ist es nicht. Dann Schmiede betreten. Broik, du darfst wieder. Viel Spaß. Naja, viel gebracht hat's nicht. Beziehungsweise bleiben wir mal in Sargot. Bleiben wir einfach mal in Sargot sitzen. Damit sich da auch hier wieder ein bisschen die Beziehungen verbessern können. Verstehe auch gar nicht, warum der uns so hasst. Warum hassen die uns so? Gut, vielleicht weil wir den Vlandiern ziemlich übel mitgespielt haben. Das kann natürlich sein, dass die da nicht so begeistert sind. Gegner. Bist du besoffen? Alter. Können wir mit dem reden? Ah, business is running well around here. Aha. Ich glaube, die wenden sich auch nur bei minus 100 erst ab. So. Die Frage ist nur... Was machen die ganzen Empires in der Zwischenzeit? Die machen wieder mal gar nichts. Sie pennen komplett. Jetzt sind sogar die Sezessionskriege entschieden. Das ist noch weniger los als vorher. Da ist irgendwas gewaltig, gewaltig faul. Weil vorhin haben wir doch auch Kriege gehabt. Und zwar gar nicht wenig. Mann. Mann, 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 Mann. Aber okay, ich bin jetzt noch geduldig. Ich bin noch geduldig. Mal abwarten, was da noch kommt. Gut, wir gehen aus Sargot, wir gehen mal nach Lageta, kaufen dort mal das Zeug weg. Ja, geil. Hat der Trupp erstmal Moral verloren. Yippie-yay. Hm. Ja, die Truppenmoral ist natürlich nicht so geil. Okay. Wir haben hier noch ein Shelter. Okay, mal gucken. Können wir eventuell auch nochmal entsprechend steigern hier. Hochnehmen. Warum sage ich steigern? Handeln. Mal gucken. Da sind noch ein paar gute Sachen mit dabei. Nein, das hier nicht. Schön. Schmiedere, betreten bitte. Broik, viel Spaß. Ja, 324. So, pass mal auf, du craftest uns jetzt mal was. Und zwar, ja, sortieren wir nach Body Armor, oder? Oder sortieren wir nach Name? Vielleicht doch. Oder was? Yield, Type? Ah, oh, hier gibt es Schilde zum Beispiel. Man könnte Schilde hier craften. Das ist ja lustig, dass er uns ja gerade die Schilde anzeigt. Muss ich direkt mal gucken, was das ist. Love Shield, Glass Shield, Sparta Shield, Spiked Shield. Hm. Eyeball Shield. Elf Shield. Aha, ja, ich habe ja noch so ein paar Custom-Dinger mit dabei gehabt. Cross Shield. Coffin Shield ist auch geil. Okay, mal gucken. Das sind jetzt alles Schilde, Schilde, Schilde. Nee, aber Schilde will ich jetzt gerade gar nicht. Campaign Banner Shield. Nee, das will ich jetzt alles gar nicht. Schilde will ich jetzt gerade gar nicht. Gehen wir mal kurz weg, 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 weg. Schilde brauchen wir jetzt erstmal nicht, oder? Was gibt's hier noch für Schilde? Nee. Irgendwelche chinesischen Schilde teilweise auch noch mit dabei. Was gäbe es hier eigentlich pfeiltechnisch? Wiederhackenpfeile, Passadur, panzerbrechend, gestapelte Botkin-Pfeile, Explosive Arrows gäbe es hier auch noch. Okay, jetzt sind wir bei den Helmen. Okay, jetzt wird's interessant. Jetzt wird's interessant. Mit den Helmen.
Okay, es gibt hier Kronen, die man sich schmieden kann. Ja, das ist das Allergeilste. Man kann sich nämlich Frisuren hier, kann man sich hier craften. Also, dass man Panzerungswert hat, obwohl man barhäuptig herumläuft. Ich finde das so geil, dass ich mir das fast für mich selbst überlege. Aber das ist ja alles nur, hier in Braun. Leider, in Braun und in Blond. Das ist ein bisschen blöd. Das passt zu uns ja jetzt nun so gar nicht. Sind wir hier in den Walkürenhelm, gäbe es hier. Walkürenhelme sind auch ziemlich... Sehen ziemlich geil aus, aber komm, jetzt gucken wir gerade mal hier. Da sind noch andere Dinger. Offene Helme. Brown Bear Helmet Bun. Aha. Was es nicht alles gibt. Es gibt echt wahnsinnig viele Helme. Ja, dieser Kronenhelm, den haben wir ja jetzt hier fürs Private schon. Das ist ja schon mal ziemlich nice eigentlich. Die Möglichkeiten sind hier wirklich endlos. Also ich bin ehrlich gesagt jetzt gerade ziemlich angefixt, wenn ich mir das so angucke. Mal uns gerade mal angucken hier. Das ist alles... Highland Helmets und so weiter. Das sind alles die batanianischen Modelle jetzt natürlich. Ich weiß jetzt ehrlich gesagt nicht. Ich weiß nur, dass nach jetzt nach dem Typus sortiert ist. Ja klar, ein Hijab brauche ich jetzt ganz dringend. Aber es wird jetzt hier leider nicht ganz aufgeschlüsselt, nach was das sonst sortiert ist. So, jetzt sind wir hier wieder bei den Kronenhelmen hier. Das sind jetzt wieder so diese imperialen Dinger. Silvered Rich Helmet. Ein versilberter Helm. Ach so. Das eine ist in Gold, das andere ist versilbert, oder was? Nee, das kostet beides das gleiche. Okay, gut. Das ist hier der Kronenhelm. Den haben wir ja schon benutzt. Das ist ja mega, mega spannend, was da alles gibt hier. Ich meine, einfach nur mal so. Nur mal, weil ich sehen möchte, wie das aussieht. Möchte ich mal diesen versilberten... hier genau, mit Federn, mit Federn begrenzt. Möchte ich mal haben. So. Immer einmal das hier. Nur um mal zu sehen, wie der aussieht. Am Geld soll es jetzt hier wirklich nicht scheitern. Okay, das wäre jetzt das gleiche quasi nochmal in Gold, bloß ohne Federn. Das ist ein bisschen lame, oder? Mal gucken hier, was gibt's da sonst? Eine Tiara. Juwelenbesetzte Kriegskrone mit Schweif. Das kennen wir noch. Das haben wir früher mal Imperialen vom Kopf gerissen, als wir den Wolf gespielt haben. Okay, hier sind wir jetzt bei den ganz hochwertigen Sachen. Also hochwertig vom Rüstungswert. Ah, Angel's Knight Helmet. Der sieht auch geil aus, ehrlich gesagt. Der sieht ziemlich cool aus. Black Griffin's Knight Helmet. Ah, okay, das sind diese Helme, die teilweise unsere Einheiten auch aufhaben. Ah, das ist das, was wir aufhaben. Okay. Schwerer Berserker-Helm. Lion Knight. Ja, okay, gut, okay. Also das unter New müssen wir das suchen. Unter New gibt's das hier also alles. Das ist ja durchaus ganz cool. Also, ich meine, aber okay, das sind jetzt nur die... Alter, das sind ja nur die Helme. Kommen wir da auch mal zu den Hauptrüstungen irgendwie? Können wir da irgendwie durchdringen oder was? Warte mal, nach Namen. Dann können wir, wenn wir jetzt wissen, dass nach Name sortiert wird... Können wir doch jetzt auf N. Genau. Ah, jetzt hier. Ah, sind wir doch schon richtig. Ah, hier. Das Ding wollte ich nämlich haben. Aber da ist nicht... Haben wir jetzt nicht genug Ausdauer. Müssen wir jetzt noch warten. Aber jetzt lass uns mal kurz gucken hier. Was haben wir jetzt da gekriegt für einen Helm? Wird der... Ah! Der ist nur Stufe 47? Der sieht aber ganz stylisch aus. Jetzt vielleicht nicht unbedingt für uns selber, aber...
Den könnten wir wem geben, doch. Der sieht ziemlich nice aus. Warte mal. Ja gut, Taiping, zu Taiping passt das jetzt nicht so ganz. Warte mal, was ist denn mit dir? Okay, du hast so komisch... Ja, klar, der ist besser vom Rüstungswert her. Ich sehe es ja ein, aber... Nee, komm. Du kriegst jetzt mal was Stylisches hier. Schau mal. Das sieht doch gut aus. Das sieht doch ganz hübsch aus. So, und dann kriegst du ja von mir aus den Berserker... Das sieht ja richtig bescheuert aus. Nee, 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 nee. Da kriegst du was anderes. Hier, komm, du kriegst... irgendwelche Platten oder sowas. Hier, warte mal, nach Typus sortieren, bitte. Was ist das? Ach, das ist so ein Armschutz für... Nee, das passt auch nicht. Da. Von mir aus, komm. Aber okay, das heißt, wir wissen jetzt, wie das hergestellt wird. Okay, das ist ja top. Das probieren wir jetzt dann nachher gleich mal. Wie gut er das jetzt schon hinkriegt. Weil ich meine, das kostet jetzt natürlich ein bisschen Geld, aber ganz ehrlich, geschenkt. Ja, das Geld ist ja bis jetzt nicht das Problem gewesen. Der Held kriegt noch einen Punkt in was? Ach, Schädelspalte oder am Abgrund? Nee, für den nehmen wir da am Abgrund. Wir gehen nochmal zur Schmiede und das probieren wir jetzt nochmal. Craft. Oder warte mal, können wir noch was einschmelzen? Ne, zum Einschmelzen gibt's nichts. So. Broik. Du weißt, was zu tun ist. Es wird nach Name sortiert. Na komm. Na komm. Oh, ich hasse das ja. Ey, komm hier, nimm dieses Ding. Dass man das nicht anderweitig machen kann. Hier, so. Jetzt halt, jetzt sind wir bei den richtigen Sachen. Mal gleich mal gucken. Das ist alles new, new, new. Okay, okay. Wir müssen jetzt gerade mal ganz... Gut, wir können natürlich komplett irgendwie... Ach Gott, Amazonenrüstung. Nee, 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 nee. Das ist... Ich habe das schon mal gesehen. Das sieht mir aus wie so ein Trikotanzug. Das sieht ganz, ganz weird aus. Ich meine, diese Engelsrüstung zum Beispiel, die wäre auch ziemlich geil. Die ist ziemlich cool, aber die passt nicht zu... Die passt jetzt nicht zu Sophia. Die passt nicht zu ihr. Weil das ist so eine wirklich, da schaust du dann wirklich aus wie ein Engel danach. Das passt eher zu einem guten Charakter. Das sind wir halt einfach nicht. Was ist das denn? Aryan Black Armor? What? Okay. Ich behalte das jetzt mal im Hinterkopf. Ah, das gibt's auch noch in Gold. Okay. Astara. Berserker-Rüstung gibt es hier. Natürlich in Schwarz wäre auch sehr episch, aber ich möchte mal in Rot tatsächlich probieren. Wenn ich die jetzt hier finde. Das hier ist alles in Blau. Ah, hier. Drake Red Knight Armor, genau. So, dann dazu passend die Stiefel. Okay, gut, das... Oh, er steigert sogar hier noch seine Fähigkeit, wenn er das macht. Ach, das ist ja top. Warte mal. Inventory. So. Alter! Alter, was ein Panzerungswert. Heilige Scheiße. Oh. Oh. Okay, Das ist eine Blut... Also, sorry. Das ist eine Warhammer-Blutritter-Rüstung, so wie das aus... Das sieht ja episch aus. Alter, ohne Scheiß. Oh. Vielleicht schule ich jetzt wirklich noch auf Blutritter um. Alter, das ist ja richtig, richtig geil. Okay. Ich bin gerade richtig gehypt. Ich könnte gerade... Ich überlege mir das halt gerade. Ich könnte wirklich auf... jetzt noch auf Ritter umschulen, theoretisch. Gut, würde ich meinen ganzen schönen Zweihänder-Wert würde ich halt dadurch komplett, naja, ignorieren erst einmal. Ich müsste halt Stangenwaffe leveln. Aber an sich wäre das kein Ding der Unmöglichkeit. Aber das muss ich mir dann nochmal angucken, weil das ist ja der Shit. Das ist ja einfach nur der Shit. Diese Ausrüstung. Alter, 77 Panzerungswert. Ich
wüsste gar nicht, was. Ich glaube, es gibt keine bessere Rüstung in dem Spiel. Also zumindest keine, die du auf herkömmlichem Wege kriegen kannst. So, warte mal. Wie sind deine Ausdauerwerte? Ah, du bist wieder top dran. Ja, sehr gut. Craft, bitte. Mal wieder. Name. Und jetzt müssen wir erstmal wieder runter scrollen, damit wir überhaupt dieses blöde Ding zu fassen kriegen. Bitte, 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 komm. Das gibt's ja nicht. Das ist ein Pixel, den du treffen musst. So. HJKN. So. Liebe Bilder, ladet nach. Jetzt hat. Danke. Okay. Ja, das ist hier die ganze Death Knight Armor. Ja, das ist das, was wir jetzt bis jetzt hatten. Weil wir können natürlich auch die nochmal schmieden lassen später. Aber jetzt erst einmal will ich tatsächlich diese Drachenrüstung mal komplett ausgerüstet haben. Das ist alles Death Knight, Death Knight, Death Knight. Da sind wir gleich soweit hier. Genau, da, hier. Genau, wir hatten jetzt die... Genau, die Rüstung und das Ding. Jetzt haben wir die Handschuhe. Wait, what? Jetzt habe ich das aus Versehen sie machen lassen. Ah, ich bin doch ein Trottel. Lass mich raten, das Ding ist jetzt nicht halb so gut, wie es sein könnte, oder? Doch. Doch. Okay, das ist witzig. 40 Armpanzerung. Okay, das ist witzig. Ich hätte jetzt gedacht, das schlägt fehl, weil sie das noch nicht kann. Aber okay. Okay, das war jetzt unbeabsichtigt, aber cool. Haben wir uns mit Broik einen Arbeitsschritt gespart. Das ist ja witzig. Also hier nach Namen sortieren natürlich wieder. Nimm doch diesen Pixel. Da, so. N, N, N. New. Na, gleich mal gucken hier. Das kann ja nicht so schwer sein. Also, okay, das kennen wir alles, kennen wir alles, kennen wir alles. Wird hier runtergescrollt. Aha. Stahlfarbe. Sieht an sich ja auch mal interessant aus, aber... Nö, brauche ich jetzt gerade nicht. Ach, was ist denn das jetzt sortiert hier? Das ist die ganze T1 bis 3 Rüstung. Ah, hier war's. Ach was. Nur mal aus Interesse. Also 179 Crafting Difficulty. Ich habe das mit ihr gerade geschafft. Obwohl ich die nicht hatte. Okay, warte mal. Erst einmal die Schulterplatten. Und da machst du die Dinger nochmal. So. Der Helm, den würde ich unter anderen Umständen tatsächlich aufsetzen, aber der ist leider geschlossen. Und ehrlich gesagt mag ich geschlossene Helme. Gerade bei weiblichen Charakteren mag ich das einfach nicht. Da gibt man sich viel Mühe und macht sich da einen hübschen Charakter, damit er da nachher nicht zu sehen ist. Ist ja auch blödsinnig. So. Pass auf. Nee, das ist tatsächlich genau dieselbe Armpanzerung. Das ist ja ein Witz. Das ist ja ein Witz. Das heißt, das... Naja, gut. Vielleicht haben wir auch einfach Glück gehabt. Aber... Okay. Na schön. Wollen wir das noch irgendwem geben? Ich überlege gerade. Wir könnten das brauchen. Nee, Taiping nicht. Passt das zu dir? Es passt nicht so wirklich, aber ich sag mal so, man sieht es wenigstens auch nicht so sonderlich. Das ist okay. Dann kriegst du wenigstens noch den besseren Panzerungswert mit. Das passt schon. So, dann würde ich sagen, warten wir noch mal ein bisschen, bis die Ausdauer wieder hergestellt ist. Und dann überlegen wir uns noch einen Helm. Weil, ich meine, wir können ja nicht mit diesem anderen Helm rumlaufen. Den setzen wir gerade mal ab. Ja, aber das ist schon, Alter, das ist schon cool. Das gefällt mir extrem. Jetzt muss ich ja gerade mal schauen. Die Rüstung, die ich da jetzt abgelegt habe... Muss natürlich, also möchte ich hier natürlich trotzdem gerade mal hier so markieren, dass die nicht aus Versehen irgendwo
verkauft wird, weil die ist halt auch noch gut. Die ist vielleicht nicht mehr 100% neu, aber ist doch egal. So. Dann schauen wir mal, Broik. Was kannst du noch machen? Der Pixel, es ist wirklich eine Millimeterarbeit. Gut, egal. Geh mal jetzt erstmal so ein bisschen runter. Je weiter runter man geht, desto einfacher geht's. So. Wenn die Bilder nachgeladen haben, schauen wir mal, was es sonst noch hier zu holen gibt. So. Was für ein Helm könnte jetzt da wiederum passend sein? Beziehungsweise, nee, ja, obwohl, ich wollte jetzt gerade sagen, sortieren wir nach Typus, aber nee, vielleicht ist das gar keine so gute Idee. Jetzt gerade mal kurz nach ganz nach oben gehen, bis wir zum Anfang dieser New-Liste kommen. Da, genau. Ja, der Angel's Night Helmet, der will nicht so recht passen, fürchte ich. Ja, das sind alles... Diese Art von Helmen sind alle nicht so dolle. Abgesehen davon, dass ich bei den einzelnen Helmen auch gar nicht unbedingt immer weiß, wie die Panzerungswerte sind, aber um die geht es jetzt eher gerade weniger tatsächlich. Es geht eher darum, was passt optisch zusammen. Crimson Blader Mask. Nee, Dark Blader Mask, ich weiß auch nicht. Das ist irgendwie nichts. Ja, das wäre der passende Helm dazu. Aber der ist halt geschlossen und das ist ehrlich gesagt, das mag ich nicht. Wenn sie den nochmal in offen gehabt hätten, das wäre halt geil gewesen, aber so. Na, jetzt mal gucken hier, da wird es ja irgendwo einen Helm geben, der halbwegs optisch dazu passt. Ich meine, es ist eine rote Rüstung. Also ein schwarzer oder ein roter Helm oder irgendwie irgendwas mit Rot drinne, damit das nach was aussieht. So einen schweren Berserkerhelm vielleicht, der könnte ganz gut passen. Was haben wir hier? Light Berserker Helmet? Nee. Löwenritterhelm. Ah, es gibt schon einige interessante Outfits, definitiv für die Leute. Aber. Denn diese Helme sind irgendwie alle nicht so ganz das Gelbe vom Ei. Das ist alles eher nix. Nee, okay, das passt jetzt gar nicht. Na, warte mal, dann probieren wir mal diesen Berserkerhelm, wie der aussieht. Wenn wir den nochmal finden jetzt hier. Ich meine, ja, okay, gut, das hat fast gar keine Schwierigkeit. Was? Was für Materialien braucht der? Leinen? Warum braucht denn der Leinen für sowas? Interessant. Dann halt nicht. Sonst hätte ich gesagt, probiere ich das mal, aber nö. Spiel sagt nein. Draconic Archer Helm. Nee, das sieht auch seltsam aus. Probieren wir mal den schweren Berserkerhelm. Komm. Schmieden wir mal. Dann schauen wir gerade nochmal, ob es hier sonst noch irgendwas gibt. Aber es sieht mir nicht wirklich danach aus. Nee. Das sind halt alles zusammenhängende Sets. Das ist so ein bisschen das Problem. Ich schmiede jetzt aber trotzdem nochmal den roten Helm. Einfach nur, um das zu vergleichen. Wie gesagt, ums Geld geht es hier nicht. Das kostet jetzt halt ein bisschen, aber komm. So, schauen wir mal ins Inventar. Also. So, das ist der geschlossene Helm. Und ich glaube, ihr versteht, warum ich den nicht sonderlich mag. Wie gesagt, wenn der offen wäre, geschenkt. Wie gesagt, sieht einfach aus wie... Wie gesagt, sieht aus wie eine Blutritterrüstung. Aber geschlossen sieht halt einfach scheiße aus. Das geht eher schon. Weißt du was? Ich glaube, ich behalte das.
Das geht eher schon. Ich meine, vielleicht gibt's noch schwarze Schulterplatten oder so. Oder irgendwas mit Cape hinten dran. Ja, ich weiß, ich spiele mich gerade so ein bisschen damit, aber ich finde doch, das ist, also zum einen sind natürlich die Panzerungswerte von diesen Dingern extrem gut, aber so, was ist das hier? Kopfpanzerung 60. Okay, komm, das kann sich sehen lassen. So, mal kurz schauen hier. Nochmal in die Schmiede rein. Dann will ich nochmal kurz wegen den Schulterplatten schauen. Name und nochmal dasselbe Spiel. Hopp. Und, na komm. Jetzt halt so. Ah, da geht's los. Okay. Gut, gut, gut. Müssen wir gerade nochmal schauen, ob es irgendwo Schulterplatten mit Cape gibt. Black Shoulders. Black Shoulders. Das klingt doch nach genau dem, was wir, was ich jetzt gemeint hatte. Ja, gerade mal kurz gucken. Black. Ja, ich wollte gerade sagen, wir schmieden das mal, aber... White. Okay, in Rot gibt es die scheinbar nicht. Gut. Schmieden wir... Du sollst das natürlich machen. Mann. So. Mal kurz gucken hier. Moment. Was habe ich denn jetzt da... geschmiedet gehabt. Mal kurz nach Typus sortieren, der geht schneller. Das hier, ne? Okay, und das andere, was ich geschmiedet habe, scheinbar gar nicht aufzufinden, ne? Komisch. Hat er das rausgestrichen, so im Sinne von, das ist nie passiert. Das war so scheiße, darüber reden wir nicht. Ja gut, das kann natürlich sein, dass der Wert zu schlecht war und es deswegen nicht geklappt hat. Was ist denn das für eine Körperpanzerung? Nee. Nee, um Gottes Willen, das sieht scheiße aus. Nee, dann bleiben wir bei der alten roten Rüstung. Ja, gut. Ist auch wieder eine Information. Weiß man nachher mehr. Kingdom of... Ja, von mir aus. Brecht mal ihr alle eure blöden Allianzen. Das ist mir doch komplett egal. Apropos, was ist überhaupt hier? Ihr schmiedet lauter Allianzen, erklärt aber keine Kriege mehr hier. Was soll denn der Scheiß? Die sind jetzt wieder nicht interessiert. Ich verstehe gar nicht, warum. Aber okay, das ist halt jetzt einfach so. Wollen wir mal gucken in der nächsten Folge, wie wir da weitermachen, beziehungsweise wie das mit dem Krieg überhaupt weitergehen soll. Und jetzt sind wir wirklich komplett im Frieden. Das ist nicht unbedingt schlecht, aber es ist jetzt halt... Naja, es ist jetzt ein bisschen ruhig geworden, mal wieder. Also diesmal komplett ruhig. Also jetzt sind ja sogar die Sezessionskrieger alle entschieden. Die entsprechenden Leute sind ja alle jetzt hier komplett weggemacht worden. Das heißt, da ist nicht mehr viel zu holen gewesen hier. So, genau, hier. Nein, nicht Nomadenschweife hin. So, gerade mal kurz schauen, wenn das hier mal fertig geladen ist. So. Wyvern Shoulders, okay. White, das alles in white, weiß. Ja, weiß brauche ich nicht. Gibt es vielleicht mal was in schwarz? Schwarz oder rot. Das wäre jetzt halt das Ding. Will nicht so recht, ne? Nee. Das sind... Also die Capes teilweise sind auch echt unmöglich. Das kannst du ja keinem anbieten hier. Schade, dass es diese Blutritterrüstung nicht mit Cape hinten dran gibt. Das ist ein bisschen blöd, aber gut. Kann man nicht ändern. Okay, das ist hier irgendwie so eine leichte Rüstung. Das ist hier
Impractical Armor. Ja, geil. Warum sollte man sich das denn holen? Heavy Nightmare Shoulders. Weißt du was? Einfach für die Lulz probiere ich das mal aus. Dann schauen wir mal, was gibt's hier noch. Ah, okay, das ist hier noch mit Umhang hinten dran. Nee. Nö. Das ist echt ein Wahnsinn. Ja, was ist hier? Auch wieder ein Umhang, aber das ist grau. Das ist also, beziehungsweise Stahlfarben. Das ist nicht, was ich suche. Nee, das ist jetzt so grünlich. Da sind wir wieder bei der roten Drachenrüstung. Blaue Drachenrüstung, schwarze Drachenrüstung. Dann die Death Knight Armor natürlich, klar. Die darf nicht fehlen. Nee, das ist... Da ist nicht wirklich viel zu holen hier. Zumindest nichts, was optisch passen könnte. Nee. Das ist... Ja gut, Angel's Knight Rüstung sieht natürlich ganz nice aus, aber passt nicht zu uns. Nö. Schade. Mein... Ich kann jetzt gerade noch mal kurz gucken, hier nach Typus sortieren. Wie es mit den Schilden aussieht. Kann ich mal noch ein paar Schilde craften hier. Sag mal, jetzt nimm doch mal dieses blöde Ding. Es ist echt ein Graus, ne, mit diesem Teil. So, jetzt hat. So, sind wir wieder bei den Schilden hier. So, was haben wir hier zum Beispiel? Coffin Shield. Ich habe keine Ahnung, was das ist. Okay. Okay. Ja gut, dann halt nicht. Dann müssen wir mal kurz noch warten, bis die Ausdauer wieder da ist. Meine Güte, dass das aber auch so viel Ausdauer frisst. Kann ja keiner ahnen. So. Und nächster Tag. Müsste jetzt eigentlich passen, oder? Schmiede. Wie schaut's aus? Ja, jetzt bist du wieder voll. Hier. Type. So, was haben wir hier? Wo war das jetzt, was ich hier meinte? Hier, probier mal einmal das Ding. In Spend Time? Du, Kollege, sollst das machen. So, hier, nimm mal das Cross Shield. Alter! Uff! Okay. Das hat ganz schön viel Ausdauer gefressen, so ein Schild zu machen. Das ist ja Wahnsinn. Entschuldigung, das war, glaube ich, das Mikrofon. Aber jetzt mal im Ernst, was ist das? Also, dass das... Das ist verrückt irgendwie. So, nochmal die Schmiede. Komm, bitte sag mir, dass das reicht. Bitte sag mir einfach, dass das nochmal für ein Schild reicht hier. Coffin Shield. Du sollst das machen. Hier. Ah, es hat genau gereicht. Jetzt ist er genau bei Null. Jetzt hat er keine Lust mehr. So, jetzt schauen wir mal. Ganz ehrlich, das ist, glaube ich, das Beste. Was Besseres optisch gesehen kriegen wir mit der Ausrüstung nicht zusammen. Aber ich finde dieses Rot einfach so unglaublich geil. Es passt einfach auch noch zu unserer Fraktion. Schwarz und Rot ist einfach eine wunderschöne Farbkombi. Und diese leicht goldenen Akzente auch hier auf dem Helm. Das sieht einfach richtig geil aus. Könnt ihr mal sagen, was ihr wollt. Ist das hier... Nee. Das ist Katastrophe. Das sind unterschiedliche Schwarztöne, Rottöne. Das sieht fürchterlich aus. Das ist... Nee, auch das will überhaupt nicht passen. Wie sähe das zum Beispiel aus? Das hätte fast was von einem Cyborg, aber nee. Nee, da bleiben wir dabei. Schade. Hätte ich gerne mit einem Cape gehabt, aber gibt's halt leider nicht mit einem Cape. Aber jetzt gucken wir gerade mal noch hier so von den Tieren. Wie sieht's denn da aus? Wir könnten ein richtig geiles Tier hier reiten. So ein Vardar heißt Blut. Können wir mal machen.
Also wir reiten es auf jeden Fall jetzt mal. Und ach so, ich wollte ja noch gucken wegen dem Schild, ne? Wegen des Schildes natürlich. Was haben wir hier? Ein Griffin Black Shield. Schaut das aus? Ja, schaut so ein bisschen futuristisch aus. Das Cross Shield, wie sieht das aus? Ach, das ist so ein quadratisches, okay. Hat aber auch einen gewissen Style, passt aber jetzt nicht unbedingt zu uns. Der Coffin Shield. Das ist ja. Ja, Thema Blutritter, ne? Das ist ja lustig. Okay, aber das ist ja eher ein Meme, Alter. Als jetzt wirklich ernst gemeint. Okay, nee, das setzen wir mal kurz zurück. Aber gut, schauen wir mal. Ich schau mal in der nächsten Folge, was wir eventuell noch an weiteren Waffen geschmiedet kriegen. Und würde mal sagen, bis dahin speichern wir mal ab. Und sehen wir uns dann in der nächsten Folge, wo wir uns dann noch weiter ausrüsten und uns dann noch auf den Krieg gegen hier den Rest von Vlandia vorbereiten. Und derweil, ja, würde ich einfach mal sagen, macht's gut, bis zum nächsten Mal. Servus und ciao.